Herzlich willkommen bei den Kochmützen. Heute machen wir Camembert-Walnussfüllung. Dafür brauchen wir Creme Fraiche, Schnittlauch, Camembert, Ketchup und Walnusskerne. Als erstes machen wir den Schnittlauch klein. Vermischen wir den Schnittlauch, Creme Fraiche und Ketchup. Jetzt schneiden wir den Camembert klein. Jetzt verkleinern wir die Nüsse. Jetzt kommt der Camembert zu der Creme. Jetzt kommen die Walnüsse dazu. Und wenn es gut umgemixt ist, kommt zum Schluss noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer dazu und man schmeckt es damit ab. Die fertige Füllung wurde auf Esbahnlöffeln basiert. Und wie es aussieht, sind die schon alle aufgegessen worden.